Hey Leute, willkommen beim zweiten Teil von Mass Effect 2. Ich habe den letzten Part einfach mal so beenden lassen, weil er war schon recht lang und ich fand an der Stelle, war ein Cut ganz gut. Ja, wir sind aufgewacht mit unserem Shepard. Wir haben gesehen, im Gesicht hat er irgendwelche... Wir haben keine Zeit, auf irgendwas zu warten, Shepard. Schnappen Sie sich Ihre Waffe und die Jawohl, Ma'am. Wir haben im letzten Part gesehen, wie er rekonstruiert wurde, wie er aufgewacht ist. Zu Befehl, Ma'am. Und... Es steckt kein Thermomagazin in der Pistole. Eine Krankenstation. Wir besorgen Ihnen ein Magazin aus... Oh, verdammt! Die Kanister neben der Tür werden explodieren. Gehen Sie sofort in Deckung. Kopf runter, Shepard. Schützen Sie sich vor der Explosion. Ja, wir haben... Jemand hackt das Sicherheitssystem, um Sie zu töten. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole. Genau, gute Frau, lass mich doch mal reden. Wir haben im letzten Part am Ende gesehen, wie Shepard ganz kurz aufgewacht ist und jemanden kennengelernt hat namens Miranda. Finden Sie ein Thermomagazin und setzen Sie sich in Bewegung. Und Wilson und diese Miranda ist die reizende Dame, die hier gerade über Funk mit uns redet. Wobei interessant ist, dass wir ja jetzt hier irgendwo kein Funkgerät am Ohr haben, aber die gibt uns jetzt praktisch Anweisungen hier im Tutorial, was wir tun sollen. Wir sind jetzt einfach mal über dieses Thermomagazin gelaufen. Und haben es damit aufgenommen. Und jetzt müssen wir nachladen mit X. Mit A können wir in Deckung gehen. Das haben wir schon gelernt. Sie haben anscheinend eine Barrikade errichtet, um die Max aufzuhalten. Okay. Linker Stick nach oben und A, um zu springen. Jetzt. Achtung! Wow. Wir werden schon beschossen. Weiter. Wir müssen sie zu den Shuttles bringen. Da war, glaube ich, noch irgendwo... Nö, war kein weiteres Thermomagazin. Wir können auf jeden Fall mit X wieder nachladen. Da ist noch ein Thermomagazin. Und das Maximum sind wohl 60 Schuss, die diese Pistole hat. Ihr seht schon, das hat sich jetzt ein bisschen geändert im Vergleich zum letzten Mass Effect. Hier haben wir nicht mehr unendlich viele Schuss und überhitzen irgendwann, sondern wir haben hier jetzt ein Thermomagazin, wo wir eine Anzahl an Schuss zur Verfügung haben. Shepard, Sicherheitsmax nähern sich ihrer Position. Geben Sie kein Risiko ein. Okay. LT halten, um zu zoomen. So. Oh, da ist nochmal einer. Und da ist nochmal einer. Ihr seht schon, das Ziel ist etwas feiner geworden. Okay, da war jetzt irgendwas abgehackt. Ich muss irgendwas finden, wollt sie mir wahrscheinlich sagen. Was ist denn hier drin? Noch ein Thermomagazin. So, jetzt sind wir wieder bei 60 Schuss. Und wir... Wow, da brennt's. Schaut mal. Wow, heftig. What? Keine Zeit verschwinden. Ich kann die Max nicht lange abbrechen. Oh, da kann ich nicht durchschießen. Denen habe ich jetzt nicht helfen können. Okay, oh meine Güte, schaut mal die vielen Leichen an. Oh no. Ja, also wie gesagt, wir sind hier im Tutorial. Toter Soldat, Granatwerfer nehmen. Neue Verstärkung in ihre Richtung. Da kommen die Max. Schalten Sie sie mit dem Granatwerfer. Okay, LW festhalten. Ach, linke Button, um Granatwerfer auszuwählen. Ah, okay, hier haben wir wieder unser Menü. Pistole, Granatwerfer. Wir wurden entdeckt. Boom! Fahren Sie mit dem Aufzug ein Geschoss tiefer. Gut, mit LB kann ich dann wahrscheinlich... kann ich denn hier nicht irgendwie schnell die Waffe wieder wechseln? Ah, doch. Mit X, okay. Aha. Linker Stick nach vorne und A, um durch das Feuer zu stürmen. Moment mal, ich möchte mal schauen. Hier habe ich jetzt meine Sonderfertigkeit. Einigkeit, Warp, Singularität habe ich alles schon zur Verfügung. Und Barriere. Und die Barriere werde ich jetzt mal... Ah, okay. Die Barriere werde ich jetzt mal nehmen. Und hier kann ich jetzt auch irgendwie was zuweisen.
So, jetzt ist die Barriere an. Und jetzt rennen wir mal. Aua, war ich nicht schnell genug? Letzter. Okay. Oh oh, diese Miranda gerät in Schwierigkeiten. Okay. Da können wir rein. Ja, da gehen wir mal rein. Tür öffnen. What? Jawohl. Okay. Cerberus Laptop auf Datenlogs zugreifen. Das Subjekt macht nur langsame Fortschritte, scheint sich aber zu erholen. Die zentralen Organe funktionieren wieder und es gibt Anzeichen von rudimentärer neurologischer Aktivität. Um den Prozess zu beschleunigen, sind wir von simpler Rekonstruktion der Organe zu biosynthetischer Fusion übergegangen. Die ersten Resultate sind vielversprechend. Okay, das ist wohl eine Art Logbuch gewesen über unsere Rekonstruktion, wie es so schön hieß. Was ist das? Wand-Safe umgehen. Markieren Sie einzelne Knoten, um passende Symbole zu finden. Wenn Sie zwei passende Symbole gefunden haben, wählen Sie sie aus, um den Schaltkreis zu schließen. Vervollständigen Sie alle Schaltkreise vor Ablauf der Zeit, um die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Dann starten wir das Umgehen mal. Ach, das ist eine Art Memory. So. Die beiden... Die beiden, und da fehlen ja dann nur noch die zwei. Aha. Die Sicherheitssystem deaktiviert. Zugriff. Und jetzt haben wir 975 Credits bekommen. Wir haben also Geld bekommen. Und Cerberus Laptop auf Datenlogs zugreifen. Nochmal. Log Update. Die Kosten dieses Projekts sind astronomisch. Bisher über 4 Milliarden Credits. Aber niemand scheint es zu interessieren, dass wir das Budget überschritten haben. Ich weiß ja nicht, woher der Boss so viel Geld nimmt. Er ist vielleicht auch besser so. Ich würde mir nur wünschen, dass er hin und wieder mal ein Sümmchen in meine Richtung schiebt. Okay, das war irgendjemand anderes, der da... Das ist wohl unser Körper, der hier wieder hergestellt worden ist. Ja gut, dann haben wir jetzt nichts mehr zu tun hier. Und, ja genau, da war ich schon. Und gehen mal weiter. Ihr seht schon, das Ganze ist recht um einiges flüssiger geworden. Oh! No! Du blödes. Ah, da kann ich auch nicht. Da ist nochmal ein Datenlog. Oh, und wenn dieser Mac da läuft, dann vibriert mein Controller ganz schön. Wie bei Jurassic Park. Auf Datenlogs zugreifen. Log Update. Miranda ist mir ein Rätsel. Als Projektleiterin sollte sie angesichts unserer Fortschritte etwas mehr Begeisterung zeigen. Aber sie ist und bleibt eiskalt. Vielleicht macht sie sich Sorgen, dass Shepard hier zum neuen Liebling wird. Oder sie ist einfach nur ein kaltherziges Miststück. Okay, dieser Typ hier ist nicht gerade angetan für Miranda. Vielleicht ist es auch dieser Wilson, wer weiß. So. Wow. Shepard. Erwischt. Wer bist du denn? Ha. Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie wären noch gar nicht fertig. Ihr seht schon jetzt, hier sieht man es ganz gut. Das Gesicht von unserem Shepard ist etwas entstellt. Wer sind Sie? Gehören Sie zu Miranda? Ja, tut mir leid. Ich habe vergessen, dass das alles neu für Sie ist. Ich heiße Jacob Taylor. Ich bin hier stationiert seit... Feinde entdeckt. Scheiße. Es muss schlimmer sein, als ich dachte, wenn Miranda Sie hier rumlaufen lässt. Ich sag Ihnen alles. Aber erst sollten wir sie mal zum Shuttle bringen. Nur ein paar Fragen. Warum greifen sie an? Ich habe Befehle satt. Ja, in dieser Situation wäre wohl die erste Frage. Warum greifen sie an? Was ist mit den Max? Sicherheit. Normalerweise kämpfen sie für uns. Jemand muss sie gehackt haben. Das ist eigentlich unmöglich. Außer man hat Zugriffsrechte. Wir müssen sie herausbringen, Shepard. Nur ein paar Fragen. Ich weiß, das ist kein guter Zeitpunkt, aber ich will nicht länger hier rumstolpern, ohne zu wissen, was los ist. Also gut, ich gebe Ihnen die Kurzfassung. Sie und Ihr Schiff wurden angegriffen und zerstört. Dabei wurden Sie getötet. Sie waren mausetot, als man Sie hierher brachte.
Unsere Wissenschaftler haben sie in den letzten 2 Jahren wieder zusammengesetzt. Sie lagen die ganze Zeit über im Koma. Oder schlimmer. Willkommen zurück in ihrem Leben. 2 Jahre? Das ist... Ich habe große Probleme, das einfach so zu akzeptieren. Ja, kann ich mir denken. Die Allianz hat offiziell erklärt, sie seien im Einsatz gefallen. Die gesamte Galaxie hält sie für tot. Und wenn wir es nicht zu den Shuttle schaffen, stimmt das sogar. Was ist mit meiner Crew? Gab es noch weitere Überlebende von der Normandy? Ich sag Ihnen was. Sie helfen mir, diese Mechs zu erledigen und dann können Sie mir den ganzen Tag lang Fragen stellen. Wir haben zwar kaum noch Thermomagazine, aber ich bin Biotiker. Geben Sie einfach Befehl, wenn ich auf irgendwas mit der guten Munition schießen soll. Aha. Okay. Aber wir sind ja auch Biotiker. Aber wir werden jetzt einfach mal dem Jacob sagen, dass er, sagen wir mal, den hier ziehen soll. Was auch immer ziehen genau ist. Jawohl. Und ich werde jetzt mal auf den hier Warp machen. Oh. Ihr habt schon gesehen, Warp ist gar nicht mal so schlecht. Wow. Okay, ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Was wollen Sie wissen? Ja, also ziemlich alles, würde ich mal sagen. Ich würde mal sagen, wir fangen an... Wer denn diese Miranda ist, die uns da jetzt versucht zu helfen? Als ich aufgewacht bin, hat jemand namens Miranda über Funk mit mir gesprochen. Der Kontakt brach ab, kurz bevor ich Sie getroffen habe. Miranda Lawson ist der leitende Offizier der Station. Sie hat das Lazarus-Team befehligt. Es war ihr Job, sie ins Leben zurückzuholen, koste es, was es wolle. Hätte mir denken können, dass sie versucht, sie zu retten. Sie wird sie jetzt bestimmt nicht aufgeben. Sie sagten, der Kontakt sei abgebrochen. Haben Sie eine Idee, was genau passiert sein könnte? Es klang nicht gut. Es gab Schüsse und eine Explosion, direkt bevor ich sie verloren habe. Sie kann durchaus selbst auf sich aufpassen. Trotzdem hoffe ich, dass sie in Ordnung ist. Ja, und wer bist du denn, Jacob? Was ist Ihre Aufgabe hier? Kommt drauf an, wen Sie fragen. Eigentlich bin ich Mirandas bester Lieutenant. Aber offiziell bin ich nur ein Soldat. Ich habe vorher 5 Jahre bei der Allianz gedient. Jetzt bin ich zuständig für die Sicherheit dieser Station. Meistens ist es langweiliger als jetzt. Normalerweise benutze ich meine Waffe nur bei Zielübungen. Okay. Jetzt wollen wir aber wissen, was mit unserer Crew geworden ist, die Normandy Crew. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Explosion der Normandy. Hat sonst noch jemand überlebt? Fast alle sogar. Aber einige Servicemen aus den unteren Decks kamen nicht mehr raus. Navigator Presley fiel einer Explosion zum Opfer. Aber alle anderen, auch die, die nicht zur Allianz Crew gehörten, die Asari, Liara und die Quarianerin, sind lebend rausgekommen. Den Presley hat's erwischt, das haben wir ja am Anfang gesehen. Wo sind Sie jetzt? Wissen Sie, was die heute so machen? Nein, weiß ich nicht, Commander. Es ist 2 Jahre her. Sie haben weitergelebt, die Allianz verlassen. Sie könnten überall sein. Ich will sein. Sie finden. Sie waren mein Team. Wenn Sie wüssten, dass ich am Leben bin, würden Sie zurückkommen. Vielleicht können Sie sie ausfindig machen, wenn wir die Station verlassen haben. Falls wir die Station jemals verlassen. Ach, nicht so pessimistisch. Angriff auf die Station. Wissen Sie irgendwas über diesen Angriff? Wer steckt dahinter? Und worum geht es dabei? Keine Ahnung. Ich wollte gerade ein Nickerchen machen und dann... Bumm! Mehrere Explosionen. Und dann eröffnet plötzlich jeder Mech auf der Station das Feuer. Auf uns. Ich vermute, die haben hier jemanden eingeschleust. Man braucht die oberste Sicherheitsfreigabe, um alle Mechs hacken zu können. Ja, das ist bitter, wenn man gerade ein Nickerchen machen will. Wer sind denn die? Die haben jemanden eingeschleust. Shepherds Verwundungen, das wollen wir natürlich auch wissen. Wie denn das sein kann, dass wenn wir schon mausetot waren, dass wir dann auf einmal hier doch so stehen können. Sie sagten, mein Wiederaufbau habe 2 Jahre gedauert. Wie schlimm waren denn meine Verletzungen? Ich bin kein Arzt, aber es war echt übel. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, waren sie nur ein Haufen Fleisch mit Schläuchen. An jedem anderen Ort hätte man sie nur noch in einen Sarg geschaufelt. Aber nicht beim Lazarus-Projekt. Neueste Technologie. Neueste Technologie? Was meinen Sie damit? Klonen? Kybernetik? Die Einzelheiten kenne ich nicht. Da müssen Sie die Wissenschaftler fragen.
Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie kein Klon sind. Man wollte sie genauso zurückbringen, wie sie vorher waren. Sie sind immer noch sie selbst. Vermutlich nur ergänzt durch ein paar neue Teile hier und da. Okay, da wollte uns wohl jemand unbedingt im Leben halten. Lazarus-Projekt. Was können Sie mir über das Projekt erzählen? Gab es andere Testsubjekte? Das Lazarus-Projekt hatte nur ein Subjekt. Es ging ausschließlich darum, sie zurückzubringen. Nur sie. Selbst das war eine gewaltige Aufgabe. 2 Jahre. Die besten Wissenschaftler. Und die beste Technologie, die man für Geld kaufen kann. Okay, ja Leute. Wir haben mit diesem Jacob alles besprochen. Und bevor wir hier verschwinden, mache ich noch einen Cut. Und wir machen genau an der Stelle im nächsten Part weiter. Also, bis dann. Ciao.